Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1147. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 1000 Bernstein, nehmen den einmal mit, können das dann sogar auch gleich schon wieder eintauschen. Haben wir heute ein bisschen mehr, ich glaube, was wir eintauschen können, weil wir, ich glaube, noch nicht alles vom letzten Mal verbraucht hatten. Aber können wir gleich mal gucken. Dann haben wir zwei neue Events, einmal Kufenkiller als Sammlung und einmal das Drachentraining um 50% reduziert. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Also ich weiß ja nicht, wie weit ihr so in den Spielen seid, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so weit seid, dass ihr einen stärkeren Drachen habt, der für euch aber relativ viel kostet zum Trainieren, so viel könnt ihr gar nicht lagern, dann könntet ihr halt jetzt, wenn ihr Glück habt, den trotzdem reinschicken, weil, wie schon gesagt, ist halt billiger jetzt um 50%. Das bringt mir auf meinem kleinen Account, den ich auch noch spiele, auch relativ viel, weil da kann ich auch den einen Drachen noch um 6 Level weiter trainieren, als ich normalerweise könnte, was halt auf jeden Fall schon mal richtig nice ist. Genau, Johann hat wieder was für uns, dann können wir einmal kurz beim Tagstand gucken, der ist noch nicht zurück, aber die täglichen 230 Runen können wir trotzdem mitnehmen. Dann können wir hier einmal hier Kotz und Wirk wieder ins Training schicken. Die können mal Richtung Level 100 gehen. Das wäre auf jeden Fall auch schon mal nice. Unser Eisenlager ist nahezu voll. Da müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie wieder ein bisschen leer machen. Da weiß ich jetzt noch nicht wie, weil wir gerade eigentlich... Naja, wir haben in letzter Zeit ein ganz paar Leute ins Training geschickt. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Ne, der muss für Holz los. Okay. Du musst für Eisen los. Okay, es sind aber auch nur 9000. Das könnte aber schon gereicht haben, beziehungsweise geben wir hier nochmal 2,5 aus. Damit reicht das, damit können wir das einsammeln. Dann können wir jetzt Holz bestimmt noch nicht alles einsammeln, nee. Aber wir können erstmal hier so viel einsammeln, dass unser Lager gleich wieder fast voll ist. Beziehungsweise, ja, ein bisschen über halb voll. So, dann kann der Kollege nämlich wieder los. Damit können wir jetzt einmal mehr Holz einsammeln. Euch hat man, genau, ihr wart noch. So, so und so. Und damit kriegen wir jetzt hier die beiden auch noch los. Den hätte ich sogar jetzt noch füttern können. Das wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll gewesen. Aber naja, gut. Machen wir das ein andermal. Jetzt können wir erstmal hier am Glücksrad drehen. Und wir bekommen hier leider immer noch keinen Titan. Beziehungsweise ich glaube, es war bei ihm der erste Versuch. Leider aber kein Titan. Kannst du wieder los. Dann haben wir hier einmal unsere Jahreszeitenstatue, unsere 4 Stück. Die können wir natürlich hier auch einmal alle einsammeln. Kriegen wir nochmal ein bisschen Bernstein. Dann haben wir nochmal 15 Runen. Da sind wir auch ein bisschen über 1500 drüber, was auch gut ist. Und hier nochmal 600 Millionen Holz. Wunderbar. Fisch hatten wir jetzt noch nicht alles eingesammelt. Nein, noch nicht mal annähernd. Und Holz auch noch nicht ganz. Jetzt haben wir Holz komplett. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wo geben wir denn unseren Fisch noch aus? Wir hätten... Na, dann nehmen wir den doch zurück jetzt, ne? Wenn der Hälfte gerade kostet, dann können wir den noch hochmachen. Training kann er jetzt nicht, aber er kann wieder los. Genau, dann könnten wir jetzt einmal hier nochmal das einsammeln. Haben jetzt hier nochmal ein bisschen Fisch, den wir mitnehmen können. So, da sieht das ja schon mal ganz gut aus. Der kann auch noch gefüttert werden, wunderbar. Der kann sogar auch noch mit ins Training. Unenzahn hat auch nochmal ein bisschen Holz mitgebracht. Das ist auch ganz gut. Der kann Unenzahn auch gleich wieder los. Jetzt ist die Frage, zu wem wir Unenzahn schicken. Weil Kufenkiller haben wir halt auch schon. Da würde ich dann wahrscheinlich hier auf den Kollegen gehen, dass wir hier die nächsten Teile bekommen, wie das hier zum Beispiel. 230 Ruhen, Abfahrt, 23 Stunden. Da werden wir im morgigen Video wahrscheinlich nicht antreffen, weil ich das morgige Video wahrscheinlich etwas zeitiger aufnehmen werde. Aber das werden wir sehen. Der Kollege kann los, dann haben wir hier drüben auch nochmal unseren nächsten Sammler. Dann haben wir gerade schon die eine Insel dort gesehen, da kriegt man nochmal ein bisschen was. Erstmal kriegt man hier nochmal 25 Ruhen. Okay, da waren 55 bei dem Einstein. Dann haben wir das hier, das Sägewerk auf Level 1, können damit jetzt einen zum Sägewerk schicken, also können einen Holzsammler mehr losschicken sozusagen. Der Kollege ist mal wieder nicht Titan geworden, dann kann der Tagschatten gleich wieder los. Gut, da können wir jetzt noch einen zum Holz schicken, dann nehmen wir doch gleich dich, oder? Ne, du kannst jetzt mal ins Training, okay. Du kannst gefüttert werden, wunderbar, könntest auch noch ins Training, okay, kriegt man es auch irgendwann mal hin, keinen mehr ins Training zu schicken. Na gut, da musst du jetzt erstmal los. Wir haben eh einen Haufen Slots frei. Na gut, dann kannst du da bleiben. Da ist das erstmal egal. Da werden unsere Holzslots heute halt nicht gefüllt. Ist nicht so schlimm. Wir haben genug Holz zurzeit, da ist das kein Problem. Der Kollege kann natürlich auch noch los. Dann haben wir unsere anderen drei Legendären hier oben noch. Wie schon gesagt, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, der vom Weihnachten, also vom 24.12. Schaut da mal gerne rein. Das war richtig, richtig geil. Richtig langes Video, 35 Minuten. Haben einen neuen Legendären, haben 5 neue Inseln und insgesamt 65 Pakete geöffnet. Und der Code, also dort wurde auch ein 4-stelliger, nee, dort ist es diesmal ein 6-stelliger Code.
Habe ich ja auch wieder eingeblendet. Und wer den findet, kann sich noch 20 Euro Google Play oder iTunes abholen. Aber bisher wurde er noch nicht gefunden. Deswegen, ich wünsche euch da viel Erfolg. Könnt das gerne suchen. Aber der wird nur für 0,3 Sekunden angezeigt in einem 35-Minuten-Video. Ja, muss man eine Weile suchen. Ich werde aber in den nächsten Tagen, desto länger er nicht gefunden wird, das werde ich dann immer mehr Tipps geben, an welcher Stelle der innerhalb sich des Videos befindet. Deswegen, da könnt ihr auch warten, aber vielleicht hat es auch dann schon jemand vor euch. Mal gucken. Bisher hat mich noch niemand angeschrieben, also hat es bisher noch niemand gefunden. Oder es hat jemand angeschrieben und hat es einfach nicht... Also, oder es hat jemand gefunden, aber hat mich einfach nicht angeschrieben, so rum. Aber gut. Genau, ihr könnt gerne suchen, falls ihr das haben wollt. Und wenn ihr die Ersten seid, dann werdet ihr das mitkriegen. Wir drehen hier am Titanrad und der Kollege wird leider kein Titan. Das heißt, Fleischklops kann wieder einmal los. Und, ach nein, wir haben jetzt... Oh, wir haben das Titanentraining gefüllt. Ja, klar, wir haben auch gerade einen Haufen Drachen zum Titanentraining geschickt. Ist ja logisch. Naja, gut, dann ist das nicht so schlimm, ist auch egal. Haben wir jetzt hier noch ein paar Drachen? Ne, wir hatten soweit, ich glaube, alle losgeschickt. Das Eisenlager ist hier noch am werkeln. Das kriegen wir jetzt leider noch nicht hoch, aber das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Wir können jetzt aber auf jeden Fall erstmal das Gratispaket Nummer 1 öffnen. Haben auch einen neuen Odinsmarkt, da können wir auf jeden Fall auch gleich noch reinschauen, was da jetzt so Neues drin ist für uns. Und wir kriegen hier erstmal ein bisschen Holz, ein paar Runen, ein bisschen Fisch und nochmal ein paar Runen. Wunderbar. Genau, Odinsmarkt. Haben wir jetzt Keule drin. Keule sammelt sogar, naja, mittelmäßig. Also könnte man vielleicht sogar nutzen, aber wir nicht. Und wir haben auch Keule schon. Dann der seltene Tramillion. Den kann man sowieso später suchen. Bringt sowieso nichts seltener hier zu kaufen, meiner Meinung nach. Ja, und dann das Goldpaket, aber das können wir uns zurzeit sowieso noch nicht leisten. Das sind wir ja gerade wieder auf dem Weg dorthin. Genau, was war hier? Wir haben hier nochmal ein Geschenk. Und zwar ein Winterpaket. Let's go. Stimmt, da war ja noch was. Das waren ja noch die Weihnachtsgeschenke. Und nochmal mit einem Kältekronkel hier. Sehr schön. Können wir einmal öffnen, dann platzieren. Und hier auch nochmal füttern. Let's go. Kann in den Hangar. Braucht man nicht. Nee, kann nicht in den Hangar. Okay. Schade. Dann haben wir hier noch Snoggletox Season-Punkte. 750 Passpunkte. Sehr, sehr geil. Dann haben wir noch den Kältekronkel, den eisigen Kältekronkel. Das ist jetzt noch aus der VIP-Woche sozusagen. Dich können wir einmal platzieren und dann kannst du auch nicht in den Hangar, stimmt, weil da sind ja schon Haufen drinne. Dann können wir jetzt einmal hier reingehen und können hier noch die 20 Runen mitnehmen. Und dann haben wir sogar nochmal ein Season-Geschenkpaket. Einmal hier Season-Geschenkpaket Nummer 1. Wir werden dann gleich noch ein zweites öffnen, welches wir uns jetzt in dieser Season kaufen. Erstmal nehmen wir das mit, haben hier nochmal ein paar Runen mit dabei, wunderbar. Und dann können wir einmal hier reingehen. Haben ja gerade mal ein bisschen Progress bekommen. Können jetzt einmal das nächste Paket öffnen. Let's go. Und schauen wir mal. Das ist jetzt so wahrscheinlich, naja, eins der letzten fünf, sage ich mal. Und wir bekommen hier aber leider erstmal nichts. Schade, schade. So ist das manchmal. Dann haben wir jetzt noch 8 tägliche fertig. Aber bevor wir die öffnen, können wir erstmal das zweite Gratis-Paket öffnen. Let's go. So, da können wir das zweite mitnehmen und kriegen hier nochmal 9 Udinsmarken. Und dann Sturmschneid, Grill, riesenhaften Albtraum. Und dann nochmal ein bisschen Holz und ein bisschen Fisch. Und einen leuchtenden Fluch. Den leuchtenden Fluch brauchen wir nicht. Den können wir einmal freilassen. So, dann freilassen. Genau, weg mit dir. Goodie. Gehen wir in die Season rein. Wir haben ja nochmal 8 tägliche Dinger fertig und 2 wöchentliche. Ist ja eine neue Woche jetzt, wo ich das Video aufnehme. Ist ja gerade Montag. Und da kriegt man hier auf jeden Fall auch nochmal die nächste Belohnung voll. Bei der danach folgenden wird es ein bisschen schwierig. Da kriegen wir zwar nochmal ein paar Punkte oben drauf auf jeden Fall, was relativ gut ist. Aber es reicht noch nicht ganz aus. So, und dann haben wir hier nämlich insgesamt nochmal 750, 750 und nochmal 250 Season-Währung, die wir einsammeln können. Also damit insgesamt 1750. Sammeln wir die ein. Wir haben ja heute schon 2 geöffnet, das heißt, wir lassen das jetzt auch erstmal so. Und die anderen öffnen wir dann ein andermal. Dann können wir jetzt in den Spießumlauf hereingehen. Können den nächsten Kampf starten, dass wir hier auf jeden Fall auch nochmal was reißen. Das wäre ganz gut, denke ich mal. Hier nochmal einen Kampf zu gewinnen. Und es sind halt 6 Wellen, also wird ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Starten wir erstmal bei dem Kollegen, können wir mit unserem Sturmschleicher gleich schon mal die Schwäche raushauen. Damit kriegt er auch gleich schon mal viel mehr Schaden, was auch sehr, sehr schön ist. Dann gehen wir jetzt mit unserem Knochenrobbe normal rein. Skrill hier noch einmal normal und Sturmschneid hier nochmal die Schwäche. Wunderbar, ist der weg. Dann gehen wir auf den zweiten. Wie schon gesagt, an der Stelle machen die Gegner uns ja jetzt auch noch nicht wirklich viel Schaden, beziehungsweise eigentlich gar keinen Schaden. Was halt relativ entspannt ist, weil dann können wir komplett auf Damage gehen.
um den Kollegen wegzukriegen. Können uns die Kleiner eine Stärke mitnehmen. Simmern Welle 2, hier sieht es genauso aus, nur dass beide Drachen ein Level höher sind. Und da geht man hier wieder die Schwäche. Greifen im Knochen aber normal an, das macht 700 Schaden, was richtig, richtig viel ist. Vor allen Dingen, weil die meistens ja nur so 1200 Leben haben. Da machen 700 Schaden schon mal ordentlich was aus. Und dann gehen wir hier mit dem Skill of the 2-Attacke, damit ist der Kollege weg. Sturmschnitt normal, Knochenräube normal, macht auch nochmal 517 Schaden. Sehr, sehr schön. Und dann können wir jetzt mit dem Skrill wieder reingehen. Sturmschnitt noch einmal die Schwäche geben. Und jetzt in Welle 3 würde ich dann auch gleich mal auf die Heilung gehen, sobald wir jetzt gleich genug Aktionspunkte haben. Gehen wir erstmal auf den Kollegen. Geben mit unserem Sturmschnitt hier einmal wieder die Schwäche. Mit dem Knochenräube nochmal normal rein. So, und dann können wir jetzt mit dem Skrill nochmal normal rein und dann Heilung von unserem Sturmschneid. Und dann passt das hier auf jeden Fall relativ gut, weil damit ist der dann auf jeden Fall auch schon weg. Sehr schön. Und der Kollege bleibt noch übrig, da machen wir auch schon mal richtig dicken Schaden jetzt. Und damit schaffen wir das hier auf jeden Fall auch gleich noch. Skrill einfach mal 2 Attacke, der macht dann zwar auch so schon keinen Schaden, aber es ist nicht so schlimm. Und dann Knochenräube normal und da haben wir hier auch schon die 4. Welle erreicht. Sind natürlich noch ein bisschen, also müssen wir noch ein bisschen. Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil hier haben wir jetzt als Gegner den Champion Windknirscher und der halt diese blöde Einschläferungsattacke und das wäre halt für uns jetzt nie so gut. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier ganz gut das Ding holen, ohne dass er die jetzt einsetzt. Müssen dann auch schauen, wie wir den relativ gut wegkriegen hier. So nochmal und dann Knochenräuber Stärke mitnehmen. Sehr schön, dann können wir jetzt mit unserem Sturmschnitt nochmal auf die Heilung gehen. So, einmal normal und dann Sturmschnitt hier einmal die Heilung. Dann der Knochenräuber aber nochmal normal und da sind wir auch schon wieder bei 50% von dem Drachen, was auf jeden Fall auch schon mal wieder sehr schön ist. Und dann können wir jetzt einmal mit dem Skrill wieder normal rein. Sturmschnitt hier noch einmal die Schwäche, so. Und dann soll der Knochenräuber ausreichen. Genau, wunderbar. Und damit bleibt auch nur noch der verteidigende Funkenhüstel übrig. Da gehen wir einmal normal rein, geben mit unserem Sturmschnitt die Schwäche, greifen mit dem Knochenräuber mit der Stärke an und damit haben wir den auch gleich schon weg. Da fehlt hier auf jeden Fall auch nicht mehr viel. Sturmschnitt einfach nochmal Schwäche hier. Und da kommen wir auch schon mit 3 Aktionspunkten in die nächste Welle. Müssen jetzt schauen. Welle 5 haben natürlich hier erstmal wieder Windknirscher. Der ist natürlich wieder der erste, den wir uns wegholen wollen. An sich ist ja der Spießenlauf jetzt nicht schwer, weil wir halt wirklich relativ viele, also beziehungsweise weil wir bisher nur Beschützerdrachen als Gegner hatten. Und Beschützerdrachen gehen ja relativ gut weg, weil die halt auch kaum Schaden machen, sondern sich selbst einfach nur Ewigkeiten hochheilen. So. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir uns trotzdem mal heilen, damit unser Sturmschnitt nicht zu weit runterkommt von den Leben. Aber an sich sollte das kein Problem sein. Einmal normal. Dann hier Sturmschnitt Heilung. Let's go. Knochenräube nochmal normal. Damit haben wir den auch schon wieder bei der Hälfte. Und wenn die letzte Welle dann genauso aussieht und wieder die gleichen Drachen sind, dann wird das hier sowieso ein easy game. Dann sehe ich hier gar kein Problem, dass wir das hier auf jeden Fall relativ gut hinkriegen. So, Sturmschnitt nochmal Schwäche. Knochenräuber, nehmen wir uns mal die Stärke hier mit. Es hat jetzt nicht ganz ausgereicht, der kommt noch einmal dran. Mit dem Skrill holen wir uns dann auf jeden Fall weg, wenn der dran, also wenn unser Skrill gleich dran kommt. Da haben wir den dann schon mal weg. Okay, hat jetzt doch noch nicht gefunzt, weil der sich nochmal geheilt hatte. Gut, dann können wir jetzt hier hingehen. Sehr schön. Und dann reicht das hier jetzt aus, genau. Damit ist der schon mal weg. Damit haben wir auch nur noch den verteidigenden Funkenhüstel hier als Gegner. Geben mit unserem Sturmschnitt hier nochmal die Schwäche, greifen mit dem Knochenräuber noch einmal normal an, gehen mit dem Skrill einmal normal rein und da müssen wir jetzt gleich ein bisschen schauen, wegen Heilen nochmal, bevor wir in die nächste Welle gehen, aber das sieht schon mal ganz gut aus, dass das kein Problem wird. Genau, hier nochmal normal, damit ist der Kollege weg und wir sind in der letzten Welle, müssen hier jetzt noch einmal gewinnen, geben mit unserem Sturmschnitt gleich erstmal wieder die Schwäche, erst Skrill-Schwäche, dann Sturmschnitt-Schwäche. Damit kann der halt kaum noch Schaden machen. Und dann holen wir uns den jetzt weg. Und dann ist das hier echt ein entspannter Kampf gewesen, weil wir einfach nur gucken mussten, dass wir uns immer schön mit den Leben oben halten. Aber an sich haben die Drachen jetzt auch nie so viel Schaden mit einmal gemacht, dass das wirklich hätte mal anstrengend werden können. Deswegen geht das ganz gut. So, damit ist der weg. Und damit bleiben nur noch die beiden übrig. Und da holen wir uns jetzt erstmal wieder den blauen Kollegen. So, einmal normal mit dem Skrill, dann einmal mit dem Sturmschnitt auf die Heilung.
Dann können wir mit dem Knochen aber nochmal normal reingehen. Wunderbar. Und dann läuft das hier auf jeden Fall richtig gut. So, jetzt ist Grill normal, Sturmschneid, Schwäche. Knochen übernehmen wir uns gleich nochmal die Stärke rein, weil der macht ja sowieso standardmäßig 25% mehr Schaden. Und dann jetzt nochmal 25% mehr. Das ist dann halt schon richtig gut. So, und da kriegen wir den hier auf jeden Fall auch richtig gut weg. Der ist weg, wunderbar. Bleibt nur noch der übrig, da können wir auch nochmal Schwäche geben, wobei das jetzt nicht viel ausmacht. Weil der macht uns so oder so kaum Schaden. Und dann können wir jetzt mit dem Knochenräuber normal reingehen. Hauen jetzt die 3-Attacke von unserem Skrill raus, dann kann er sich auch nicht heilen, was auf jeden Fall auch relativ entspannt für uns ist. Und da läuft das hier. Dann jetzt das Skrill, Sturmschild nochmal normal. Knochenräuber normal, Skrill 3-Attacke dürfte vielleicht sogar ausreichen. Genau, und da haben wir das Ding gewonnen und kriegen jetzt 2 Glücksräder. So, da drehen wir am ersten Glücksrad und bekommen Holz. Okay, let's go. Wie schon gesagt, haben zurzeit eh genug. Und dann hier am zweiten Glücksrad, hier kriegt man schon mal kein Holz. Hier kriegt man 400 Millionen Fisch. Ja, ist auch ganz in Ordnung. Ein Paket oder so hätte ich auch gerne mitgenommen. Aber naja, gut. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal 2 polierte Bernsteine und 250 Runen. Was sehr, sehr geil ist. Damit kann man auf jeden Fall auch was anfangen. So, nehmen wir es einmal mit. Und packen wir die ein. Wunderbar. Und morgen im Video machen wir dann auch schon den letzten Kampf. Da haben wir dann auf jeden Fall auch noch das seltene Paket. Und da läuft das richtig geil. Und an der Stelle würde ich auch sagen, wär's es mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch sehr viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.